So, dann schönen Nachmittag. Schön, dass ihr da seid. Ich wollte euch heute über Cassiopeia erzählen. Das ist das Standard-Template von Joomla 4 und ein paar Funktionen, die drin sind. Mein Name ist Juliana Menzel, für die, die mich nicht kennen. Bisschen zu mir. Ich komme aus Argentinien. Ich bin seit 24 Jahren schon in Deutschland. Ich habe Biologie studiert, also nichts mit Computer und so Zeugs. Und irgendwie bin ich reingeraten. Ich habe hier promoviert in Deutschland und ich habe mich mit Computers gut verstanden. Und dann war ich zuständig für alles, was mit Computern zu tun hatte. Die Präsentationen von meinem Chef und die Webseite vom Labor und so weiter. Ja, und irgendwann habe ich gedacht, das kann man auch wieder zum Beruf machen. Und seit 2008 bin ich selbstständig, mache dann Joomla-Webseiten. Und 2014 bin ich hier in der Joomla-Community eingetreten. Ja, und wenn es so ist in Joomla, man fängt mit irgendwas an und wird immer mehr und immer mehr. Und jetzt mache ich auch die Organisation von Joomla.de. Genau. So, dann fangen wir mal an. Es gibt also seit ein paar Versionen von Joomla die Regel, oder hat sich so eingebürgert, dass die Templates im Frontend Name von einem Star hat, Sterne. Und Cassiopeia ist ein Sternenbild, dass es so aussieht wie ein W oder ein M, je nachdem, wie man es rumsieht. Ja, so hell hier drin. Genau. Und so ist dann, also für Joomla 3 war der Standard-Template Protostar und der Standard-Template von Joomla 4 wurde Cassiopeia genannt. Was ist in Cassiopeia alles drin? Es wurde schon vor vielen Jahren angelegt, den ersten Entwurf von Cassiopeia. Und kurz vor dem Release von Joomla 4 wurde auf Bootstrap 5 umgestellt. Also es war vorher, glaube ich, Bootstrap 4, wurde mal schnell, weil Bootstrap 5 rauskam, alles umgewandelt. Genau, ist Bootstrap drin. Die ganzen Icons, die in Joomla 3 drin sind, die waren von Icommun, also so eine Icons Library, und die wurden alle jetzt auf Font Awesome gemappt. Das heißt, der Name hat sich nicht geändert, das heißt immer noch Icon minus Edit oder wie auch immer, die sind aber mit den Font Awesome Fonts dann verknüpft. Es wurde ein eigenen Grid entwickelt. So ganz glücklich bin ich damit nicht, weil es ein bisschen schwierig, das zu überschreiben, also dass diese Struktur, was die Cassiopeia dann hat, hier mit den Main-Teil und die Sidebars, dass es so einen eigenen CSS-Grid, also es ist nicht direkt Bootstrap oder irgendwelche Bootstrap-Klassen, sondern es wurden dann fest definiert in den eigenen CSS von Template. Dann haben wir es auch DSGVO-konform gemacht, also die Schrift, die standardmäßig aktiviert ist in Cassiopeia, ist Roboto und Roboto ist lokal in Joomla, in Core, wird auch in Backend genommen. Warum Roboto? Weil es eine Schrift, die meisten Symbole in alle Sprachen abdeckt, weil Joomla ist in viele Sprachen übersetzt und man will eine Schrift haben, die natürlich alle Symbole in verschiedenen Sprachen hat. Und deswegen wurde Roboto genommen. Und wie gesagt, das ist lokal in Core drin und das nimmt Cassiopeia als Standardschrift. Und jQuery wurde komplett entfernt. Also in Core ist noch jQuery irgendwo drin, aber fürs Template braucht man es nicht. Genau. Wir haben, also wie gesagt, Cassiopeia wurde dann schon vor einigen Jahren dann entwickelt und kurz vor dem Release von Joomla 4 haben wir eine Arbeitsgruppe gehabt und haben wir ein bisschen Verbesserungen gemacht, Sachen, die nicht funktioniert haben, noch repariert. Und da haben wir dabei noch ein paar Positionen reingebracht. Da oben über den Header haben wir nochmal zwei Positionen, weil das ist,
immer sehr gewünscht, dass man, keine Ahnung, die Telefonnummer oder die Adresse über den Header dann hat. Und dann hat man diese Positionen Top Bar und Below Top noch definiert. Dann hat man den Header-Bereich, wo das Logo kommt, das Menü und die Suche. Dann hat man eine Banner-Position, die über die gesamte Breite von der Seite geht. Dann Top A und Top B, wo man noch Module platzieren kann. Dann eine spezielle Position für die Breadcrumbs. Dann kommt der Main-Bereich, wo man eine Sidebar Left und auch Right oder beides definieren kann. Innerhalb von dem Content-Bereich, hier wo normalerweise Artikel gezeigt werden, hat man nochmal zwei Positionen, Main Top und Main Below. Und dann nochmal unten drunter zwei Button-Positionen und den Footer-Bereich. Denn die Debug-Position hat man noch historisch bedingt. Bei den neuen Debugger braucht man keine spezielle Position, weil anders funktioniert als in Joomla 3. So, was die Einstellungen anbetrifft, ist Cassiopeia sehr minimalistisch. Man kann nicht viel einstellen am Template. Wir haben noch eingebaut, dass man das Logo zum Beispiel ausblenden kann. Man sagt, nee, ich will da kein Logo an diese Position, so wie vorgegeben, dann kann man es auch ausblenden. Ansonsten hat man, also man hat auch die Möglichkeit, statt ein Logo einen Titel zu haben, also einfach irgendwas Geschriebenes. Also wenn man hier, das sieht man sehr schlecht, wenn man hier einen Titel irgendwas einträgt und hier auch ein Logo definiert ist, wird ein Titel genommen. Also Logo wird nicht mehr genommen, also Titel ersetzt Logo. Dann hat man noch eine Zeile für einen Slogan zum Beispiel, wenn man irgendwas unten drunter mal eine tolle Webseite haben will. Dann haben wir verschiedene Schriftarten, zeige ich gleich welche, die man hier wählen kann. Dann haben wir zwei Farbthemen definiert. Es war eigentlich nur so ein bisschen zu zeigen, was man machen kann. Den Standardfarbe ist diesen blau-lila, was man so kennt. Und dann haben wir noch einen anderen. Eigentlich war nur so ein, ich habe irgendwas da reingeschrieben, ist nicht schön. Hat sich aber keiner gemeldet mit besseren Ideen und deswegen ist es drin geblieben, ist so ein roten Ton. Ja. So, dann haben wir noch einen Sticky-Header, also man kann dann definieren, dass der oberen Bereich fix bleibt, wenn man die Seite runterscrollt. Und man hat dann noch den Back-to-Top-Button. Und das war's. Mehr kann man dann nicht einstellen. So, zu den Schriften. Wie gesagt, wir haben dann jetzt definiert, dass Roboto die Standardschrift ist. Man kann auch sagen, also das haben wir auch noch eingebaut, man kann auch sagen, keine Schrift. Und dann nimmt sich das Standard, was Bootstrap angibt. Und das ist immer die beste Schrift, die das System hergibt. Also es wird sich anpassen, wenn ich in einem Apple-Computer bin, was weiß ich, was für Systemschrift drin ist, wird das genommen. Oder Arial, wenn man in Windows arbeitet. Das ist so Standard in Bootstrap definiert. Das kann man dann auch sagen. Also keine Schrift auswählen und dann ist Systemschrift. Und dann haben wir noch zwei Möglichkeiten, Webschriften einzubinden, direkt von Google. Eines Fira Sans und das andere ist eine Kombination aus Roboto und Noto Sans. Die dürfen wir hier in Deutschland nicht verwenden, wegen DSGVO, weil die Fonts werden direkt von Google geladen und wenn man Sachen von Google lädt, dann wird die IP-Adresse von dem Besucher an Google weitergegeben. Geht nicht. Also, das können wir so nicht machen. Genau, und so sehen dann die Schriften aus, also es ist nicht wirklich viel Unterschied, aber das ist, was das System dann hergibt.
Man kann aber auch eigene Schriften dann definieren. Also man kann sich zum Beispiel, wenn man sagt, ich finde diese Fida Sans toll, ich will es aber nicht direkt von Google da auf der Seite laden. Ich kann über diesen Adresse, was da oben ist, den Google Web Fonts Helper, kann man sich die Schriften herunterladen und in den Media-Ordner müssen dann die Fonts gespeichert werden, also die Files, und in der User-CSS-Datei kann man die Schrift dann definieren. Also diese Definition, das hier, das kann man sich auch von diesem Google Web Fonts Helper dann kopieren. Und das ist dann den wichtigen Teil, damit die Schrift, die man ausgesucht hat, benutzt wird. Da gibt es dann, das sind sogenannte CSS-Variablen. Dann haben wir eine Font-Family für den Body, ein Font-Family für die Headings und man hat auch die Schriftdicke definiert. Und dann kann man hier die eigenen Schriften dann nehmen, also reinschreiben, und dann wird auf der Seite diese Schriften dann geladen. Und die sind lokal und dann DSGVO-konform. So, mit den Farben, wie gesagt, das war, also diese Farben waren schon definiert, diesen blau-lila Bereich. Und das hier haben wir nur so irgendwie gemacht. Und die sind auch definiert als, also einmal als SAS-Variablen. Und dann haben wir noch eine andere Datei in dem Template, dass diese SAS-Variablen in CSS-Variablen umwandelt. Also mit diesem komischen Raute wird das, was eine SAS-Variable war, im Bootstrap in eine CSS-Variable umgewandelt. Und das macht dann das Überschreiben von den Farben auch relativ einfach, weil man muss da nichts kompilieren. Also ich muss da nicht eine SAS-Datei erstellen und umwandeln in CSS. Ich kann direkt in meine User-CSS diese Variablen ansprechen und anders setzen. Also ich kann dann so Sachen machen. Ich kann global für den ganzen Template, also mit diesem Root, kann ich diese Variablen überschreiben. Oder ich kann eine Klasse haben. Und ich kann zum Beispiel eine Unterseite von Cassiopeia oder von meiner Webseite mit einer Klasse belegen und dann spreche ich nur diese Klasse an und diese Seite wird anders dargestellt, also mit anderen Farben. Und also das sind nur drei Farben, die da definiert, also mit diesem System definiert sind, also den Color Primary, den Hover, also wenn man irgendwo drüber fährt, und für die Links. Und diese Farben werden für den Header-Bereich zum Beispiel, da ist ein Farbverlauf, das besteht aus diesen Farben. Man kann natürlich auch die Farben direkt von den Elementen, also wenn ich sage, ich will den Header-Bereich ganz andere Farben haben, dann muss ich nur die Klasse dann nehmen und andere Farben definieren. So, was wir viel gearbeitet haben, hier vor allem Richard hat viel Arbeit investiert in den Metis-Menü. Also Cassiopeia in der ursprünglichen Version hatte kein Dropdown-Menü. Und da haben wir ziemlich lange gesucht, was es dann gibt, was gut funktioniert. Das heißt Metis-Menü, das ist auch eine externe Library. Das wird aber auch im Backend fürs Menü verwendet. Also das heißt, ist schon in Joomla Core drin. Und wir haben es für Cassiopeia ein bisschen umgeschrieben und zwei alternativen Layouts angelegt, um diesen Dropdown-Menü zu machen. Ich glaube, ja doch, die heißen Collapsible Dropdown oder nur Dropdown. Das eine, den Collapsible macht dann ein Hamburger-Menü, wenn man einen mobilen
Bereich ist. Also es ist im Prinzip holt sich dann den Dropdown-Menü innerhalb von einer anderen Struktur, wo dann den Button für ein Hamburger-Menü ist. Und das haben wir vor kurzem auch nochmal überprüft. Also dieses Menü ist barrierefrei. Also es folgt die Strukturen, die wichtig sind, um eine Navigation zum Beispiel mit der Tastatur zu bedienen. Hat einen Fokus, man kann dann navigieren und die Teil, also alles, was Barrierefreiheit anbetrifft, ist drin. Man kann, also eine Besonderheit von dem Dropdown-Menü ist, man kann den Menüpunkt, den den Dropdown aufmacht, auch klickbar machen. Dann wird das hier doppelt angezeigt, also oben Sample Layout ist anklickbar. Und den Pfeil ist nochmal einen anderen Link. Also mit dem Pfeil kann ich den Dropdown aufmachen. Wenn ich direkt auf den Text klicke, lande ich auf eine Seite, wenn ich das so definiert habe. Wenn ich dann mit zum Beispiel einem Menütitel arbeite, ist nur, wenn ich dann draufklicke, öffnet sich nur das Drop-Menü. Ich kann dann später dann auf die Demo-Version, auf die Demo-Seite gehen und ein paar Beispiele zeigen. So, dann haben wir noch auch einen anderen Override oder einen alternativen Layout eingebracht für den Banner-Bereich. Das ist ein alternativen Layout für ein eigenes Modul, also für Mod Custom. Und dann kann man in den Modul kann man sich ein Hintergrundbild auswählen. Dann wählt man in Layout den alternativen Layout-Banner und dann kann man normal in den Modul einen Text schreiben und dann macht dann diesen Banner mit Overlay, also den Text über den Hintergrundbild. So, dann haben wir noch die Modul-Chromes. Also Modul-Chromes ist, wie die Module gerendert werden oder von der Struktur, von der HTML-Struktur angezeigt werden. Die wurden jetzt in Joomla 4 von Core direkt reduziert, also in Joomla 3 sind ein paar mehr. In Joomla Core gibt es dann jetzt HTML5, Known, Outline und Table. Das sind die vier Chromes, die in Core drin sind. HTML5 macht dann eine komplettere Struktur von dem Modul, zum Beispiel wenn ich den Titel von dem Modul anzeigen will. Da muss ich HTML5 wählen, sonst wird mir den Titel nicht angezeigt, weil das ist außerhalb von den Modulen an sich, ist innerhalb von diesem Chrome. Und Cassiopeia bringt dann noch zwei weitere Chromes mit sich, Card und NoCard. Die machen so die typischen Boxen mit Card-Style von Bootstrap. Und das kann man bei jedem Modul, den man anlegt, dann in den Style, Modul-Style dann auswählen. Manche sind dann vordefiniert in den Template, also jede Position hat vielleicht schon einen vorgegebenen Style, aber das kann man dann über den Modul nochmal überschreiben. So, dann zum Block-Layout. Das war auch ein Hin und Her. Also zuerst wurden viele von den Einstellungen, die man für Blocklayout hat, weggemacht, dann wurde wieder zurückgerudert und nochmal reingebracht. Und naja, man kann jetzt wählen, eine mehrspaltige Anordnung von Beiträgen kann man machen. Und man kann immer sagen, wie die Beiträge in diesen Spalten sortiert werden. Man kann die untereinander oder seitlich. Also Artikel 1, 2, 3, so nach unten, oder 1, 2, 3, 4 seitlich. Und das macht dann zwei verschiedene Layouts für den Blog. Das zeige ich dann noch in der Demo-Seite. Das eine ist diesen Mansory, oder wie man das ausspricht, und das andere ist so ein typischen Spalten-Layout. Und was dazu gekommen ist, typisch, also speziell für Cassiopeia, sind Klassen, wo ich dann diesen Block-Layout noch extra gestalten kann. Boxed macht dann
eine Box und die Beiträgen mit so einer schönen farbigen Linie drüber. Dann kann man die Anordnung von dem Intro-Bild und dem Text durch Image Left oder Image Right definieren, also ob ich das Bild rechts oder links von dem Text haben möchte. Und dann gibt es noch den Image Alternate. Das funktioniert in Kombination mit Image Left oder Image Right. Also ich definiere das zuerst. Mein erstes Beitrag soll das Bild rechts haben und sage ich Image Alternate, das heißt, den nächsten wird das Bild links haben und immer abwechseln. Und dann gibt es noch die Klasse Image Bottom, dann macht das Bild unter dem Text vom Beitrag. Das ist nur die Positionierung von den Bildern in Block Layout, also für das Intro-Bild. Und da kann man diese Klassen in den globalen Optionen von den Beiträgen oder in den Menüpunkt, dafür für jedes Menüpunkt anders. Dann kann man noch, also innerhalb von einem Beitrag, also wenn ich nur einen Einzelbeitrag anschaue, kann man auch die Bilder positionieren. Und dafür gibt es dann zwei Klassen, den Float Start und den Float End. Und das macht das Bild auch rechts oder links von dem Text. Das wurde so geändert, damit man dann nicht extra Klassen definieren muss oder Definitionen hat in CSS für Sprachen, die andersrum geschrieben werden als unsere. Wenn man sagt, Start ist für uns links, wenn man Sprachen hat, die anders geschrieben werden, ist dann links. Ich muss aber nicht extra definieren und ist auch nicht verwirrend, wenn ich sage, right oder left und in der anderen Sprache ist genau andersrum. Und damit hat man das Problem gelöst, dass man nicht extra Klassen definieren muss. So, dann hat Cassiopeia auch den Favicon als SVG-Datei drin, weil die meisten modernen Browser eigentlich SVGs unterstützen. Also man braucht dann nicht mehr so diese ganze Latte von verschiedenen Favicons und verschiedenen Größen. Und viele fragen, also es ist so kompliziert und wie bringe ich jetzt meinen eigenen Favicon drin, ich will da nicht da reinfummeln, das ist kein Problem. Man kann das eigene, also ich habe mir hier einer von Pixabay mal runtergeladen, man kann einen SVG haben und den speichert man unter Media, Templates, Site, Cassiopeia, Images, langen Pfad. Und wenn man einfach den Namen nimmt, also so benennt die Datei, wie es in den Template steht, also joomla-favicon.svg, dann wird automatisch genommen. Ich muss da nichts an den Index PHP oder irgendwie an Code rummachen, weil Joomla sucht dann immer in verschiedenen Ordner nach diesen Dateien und das, was er findet, nimmt er. Und Template wird immer am Ende gesucht und dann wird dann den Favicon, was in diesen Ordner liegt, dann genommen. Und das wird nicht überschrieben. Genau, das wird nicht überschrieben. Weil den normalen Favicon, also den Joomla-favicon.svg, liegt im System. Natürlich, wenn wir jetzt, das kommen noch dazu, so den Child-Templates, dann kann man es auch, wenn man ein Child-Template hat, hat man eine andere Ordnerstruktur und das wird nicht von Updates angefasst. Das heißt, man kann das ganz leicht dann den Favicon ändern. Man muss nur aufpassen, was für ein SVG man nimmt. Also nicht alles funktioniert, also man muss dann schon relativ simple Dateien haben, also die Struktur von dem SVG muss dann schon passen. Es gibt aber auch Generatoren, die einer dabei helfen, SVGs dann zu, oder so Favicons zu definieren. So, dann kommen wir zu den Child Templates. Das ist so eine neue Funktion, die, weiß ich nicht, Joomla 4.1 gekommen ist. Genau. Was ist das und wofür braucht man das? Also die Idee ist, dass man, oder
mehr andersrum. In Joomla 3 hat man immer, also wenn man Protostar genommen hat als Template und man wollte Sachen verändern, hat man natürlich nicht direkt den Protostar gemacht, weil sonst bei dem nächsten Update war alles weg. Man hat sich immer eine Kopie gemacht oder eine Kopie von einem anderen Style definiert. Und das war nicht wirklich toll, weil wenn irgendeine Änderung gab es in den ursprünglichen Template und ich hatte schon Änderungen in meinen, da muss man immer gucken, was ist dann neu und kann ich nehmen und so kompliziert. So, und die Idee von Child Template ist, dass es gibt ein Eltern-Template, das ist Cassiopeia Original. Und wenn ich dann sage, ich hätte gerne ein Child davon, wird nur so eine minimale Kopie davon erstellt. Also es wird eine neue Menüstruktur angelegt, so wohl in den Templates-Ordner selbst, wie auch unter Media. Und das ist nur eine Ordnerstruktur und nur den Templates-Details-XML wird angelegt. Und schon mit dem richtigen Inhalt, also mit dem richtigen Namen, was ich definiere. Vorteil davon ist, dass wenn das Elternteil sich verändert, weil ein neuer CSS dazugekommen ist oder sowas, profitiert mein Kind davon. Weil nimmt sich immer noch die CSS-Dateien und JavaScript, die von den Elternteil kommen. Wofür brauche ich das? Vor allem, wenn man große Veränderungen machen will. Also wenn ich dann nur eine Farbe irgendwo in mein User-CSS und damit bin ich zufrieden, wäre ein bisschen zu viel. Aber wenn ich dann ein bisschen mehr ändern will an mein Cassiopeia, dann legt man ein Child und dann kann man zum Beispiel neue Positionen definieren. Also ich kann in meine XML-Datei gehen und neue Positionen definieren. Und was viele nicht wissen oder nicht klar ist, wie man es macht, man kann auch die Index.php überschreiben. Das wird bei den Anlegen von den Child-Template nicht automatisch gemacht. Man kann es aber händisch machen. Also ich kopiere mir einfach die Index.php von den Eltern-Template in mein Child-Template und da kann ich ändern, was ich will. Das wird nicht angefasst bei den nächsten Update. Und da kann ich zum Beispiel neue Positionen für Module definieren. Und dann, so sieht es dann im Backend dann aus. Es wird dann auch angezeigt hier, das ist den Parent-Template und das ist den Child davon. So, was neu dazugekommen ist, diese Überprüfung von Overrides. Und das hat auch viele verunsichert oder verunsichert immer noch viele. Bei jedem Update auf einmal leuchtet dann ein Dashboard so rot. Sie haben 25 Millionen Dateien geändert. Müssen überprüft werden. Und man kriegt dann schon ein bisschen die Krise. Also erstens, wenn ich nicht selber die Overrides angelegt habe, die fasse ich nicht an. Diesen roten Dings da interessiert mich nicht. Ich kann da hingehen und sagen, jo, ich nehme es zur Kenntnis, ich fasse die aber nicht an. Also zum Beispiel, wenn ich einen gekauften Template habe, da wurden natürlich von den Entwicklern irgendwelche Overrides angelegt. Und er ist zuständig für die Überprüfung oder für die Anpassung von diesen Overrides. Ich gehe nicht da rein und ändere was. Man kann dann nur ich zeige in den nächsten Slide, wie es dann aussieht. Ich kann den Backend gehen und sagen, ja, ist gut, ich weiß, dass sie geändert sind, überprüft, ist gut. Wenn ich die Overrides selber gemacht habe, dann kann ich dann reingehen und überprüfen, was hat sich dann geändert. Ist irgendwas Wichtiges, was ich jetzt übernehmen muss? Ist eine neue Funktion dazu gekommen, die ich dann noch benutzen kann? Und dann geht man über System-Templates und dann kann man, also dann auf den Template klicken und dann gibt es dann einen Tab, aktualisierte Dateien. Und da sieht man so die Liste von Dateien, die anders sind als im Original oder im Core. Man kann die markieren und alle auf geprüft setzen zum Beispiel. Dann ist alles gut. Wird nicht mehr angezeigt. Oder ich gehe in der Datei rein und kann ich mir anzeigen lassen, was hat sich dann geändert. Ich kann da oben, gibt es dann zwei Buttons, ich kann mir die Originaldatei anzeigen lassen
und die Änderungen. Und dann ist hier oben meine Datei, also mein Override. Dann haben wir hier die Originaldatei. Das sieht man schon, die kann ich nicht ändern, ist schreibgeschützt, weil das ist von Core. Und hier wird mir angezeigt, was zwischen diesen zwei Dateien anders ist. Das Rote ist, was ich weggemacht habe von Original. Das Grüne ist, was ich in mein Override eingefügt habe. Und so kann ich einfach in diese Datei gehen und gucken, okay, was ist denn da? Die Funktion ist in meinem Override nicht drin, ist neu dazugekommen. Brauche ich vielleicht, kann ich mir reinkopieren. Genau, dann gehe ich mal kurz hier raus und zeige, wie es hier aussieht. Puh, was hatte ich denn da gemacht? Da, Original Joomla Day. So, also man geht hier, also hier sieht man das schon. So, hier habe ich dann nichts, weil die Overrides, die ich, achso, wie zeige ich jetzt meine Präsentation da? Finn, wie bringe ich dann jetzt meinen Browser da? Ich habe einen Linux-Rechner hier. Ich weiß nicht, wo das ist. Moment. Das habe ich nicht bedacht. Bildschirm. Was? Duplizieren? Nee. Weiß ich nicht. Ah, da, Bildschirm spiegeln. Ah, hat's geklappt. Genau. Also das ist eine frische Installation jetzt von Joomla 4.2.2. Und die Overrides, die ich angelegt habe, die sind ganz frisch. Gab es kein Update, deswegen wird mir hier nichts angezeigt. Ich kann aber trotzdem reingehen. System, Site Template. Ich klicke da drauf und kann ich mir hier aktualisierte Dateien angucken. Ich habe keine. Ich kann aber, ich glaube, ich habe trotzdem irgendwas drin. Genau. So, ich habe hier nur so zum Spaß was geändert. Also ich habe hier aktiviert, dass mir das die Originaldatei angezeigt wird und auch die Änderungen. Und dann kann ich hier gehen und gucken, ob ich irgendwas rot und grün sehe. Genau, hier. Ich habe das einfach auskommentiert. Ja, und dann kann ich hier das dann überprüfen, was der Unterschied zwischen das Original und meine Datei ist. Genau. So. Genau, also wenn ich das nicht eingecheckt habe, dann zeigt mir das nicht. Also ich kann, wenn ich nochmal auf die Datei gehe, das und das hier nicht angewählt ist, dann sehe ich nur meine Datei. Also ich muss dann schon. Genau, also hier habe ich keine, weil wie gesagt, es gab kein Update, seit ich die Overrides angelegt habe. Deswegen habe ich hier keine Liste von aktualisierten Dateien. Wenn ich eine Liste hätte, dann würde ich hier anwählen können und sagen, ja, überprüfen oder nicht. Ja, klar. So, dann wollte ich hier noch kurz zeigen, das mit dem Menü. Was ich vorhin gesagt habe, dass man teilweise zwei Links hat in einem Menüpunkt,
Also hier ist nur eins. Ja, wenn ich dann draufklicke, öffnet sich mein Dropdown. Ist egal, ob ich in Sample Layouts oder direkt auf den File, ist nur ein Link. Hier unter Help ist anders. Man sieht dann schon, wenn ich dann drüber gehe, da wird mir angezeigt, hier bin ich über Help und hier habe ich nochmal einen anderen Link. Mit dem File kann ich den Dropdown bedienen. Wenn ich direkt auf Help klicke, lande ich auf einem Blog-Layout. Und das ist, weil so ist das Menü angelegt. Also Help ist ein Kategorieblock an sich und hat unten drunter Untermenüs. Bei den anderen Sample Layout ist eine Menüüberschrift. Also es hat keine Funktion an sich, ist nur ein Platzhalter. Und dann hat auch Untermenüs und deswegen wird dann so unterschiedlich angezeigt. Und das, was ich gesagt habe, ich kann dann hier mit der Tastatur, also ich bin nicht mit der Maus unterwegs, ich kann hier tabben und wenn ich dann hier draufklicke, also alles mit der Tastatur, kann ich über die Menüpunkte dann durchgehen. Genau. Gehen wir nochmal auf die Präsentation zurück. So, und vor ein paar Tagen habe ich in der Community, in der Community gefragt, ob jemand Beispiele hätte, was mit Cassiopeia so zu machen ist, wie man Cassiopeia als Basis für die Webseiten nutzt und verändert. Und das war die Antwort. Also ich habe eine sehr lange Liste von Beispielen, die, also Webseiten, die Cassiopeia benutzen als Template, teilweise stark verändert. Und ja, wird ein bisschen schwierig, alles zu klicken, aber können wir hier zum Beispiel eins klicken. Das war von Rick Spahn aus Holland. Das ist Cassiopeia. Stark verändert. Also wenn ich jetzt hier auf den Quellcode gehe, dann kann ich dann sehen, ist anders, ja, ja, haben es anders genannt, ja, aber wenn man dann sich hier die Struktur anguckt, ist Cassiopeia drin. Genau, und dann habe ich diese lange Liste da bekommen. Ich werde die Präsentation dann noch teilen, ihr könnt dann euch durch die Links dann klicken. Ist schon interessant, wie kreativ Entwickler sein können oder Designer sein können und was mit Cassiopeia alles ja, zu schaffen ist. Dann habe ich noch eine Liste von Ressourcen, wo ihr auch ein bisschen mehr lesen könnt und gucken könnt, was man mit Cassiopeia machen kann. Also Elisa Foltin hat einen Blog geschrieben, im Prinzip ist so ein bisschen das, was ich schon erzählt habe, wie passe ich Cassiopeia an. Astrid Günther hat auch einen schönen Tutorial über Cassiopeia. Dann Marc de Chevre, ist auch hier beim Joomla Day, der hat auch eine Seite erstellt mit Tipps und Tricks zu Cassiopeia, was man so alles bedenken und machen kann. Und also diese Webseite, was ich gerade gezeigt habe von Rick, der hat mir noch einen Link geschickt, wie er es macht. Sehr interessant, also der hat einen eigenen Code entwickelt, den kann man sich hier, also hat auch jetzt netterweise so ein Tutorial geschrieben, wie es zu benutzen ist. Ist eine Datei, die für Visual Studio Code, also wenn man dann das als Editor benutzt zum Entwickeln, dann werden dann die SAS-Dateien direkt kompiliert und kopiert an der richtigen Stelle. Und man kann dann viel mehr ändern als das, was ich jetzt gezeigt habe mit den User-SCSS.
Also man kann dann schon richtig alle Variablen, die in den Templates sind. Rick ist auch hier, der kann es dann besser erklären als ich. Genau, dann, ich habe eine Demo-Version oder eine Demo-Seite von Cassiopeia erstellt, das sollte auch eine Art Dokumentation werden. Das ist gehostet bei Joomla.com, also das ist diese kostenlose Hosting für Joomla-Webseiten. Und ja, ich habe hier durch die Bilder schon ein bisschen was geändert an Cassiopeia und ich habe dann einiges da geschrieben dazu, was, was dann wichtig ist. Also das, was ich jetzt auch hier erklärt habe mit den Positionierung von Bilder und Kategorieblock und so verschiedene Sachen. Und dann habe ich hier, das ist zum Beispiel diese andere Farbschema, was Cassiopeia liefert, ist diesen Rotton. Und hier zum Beispiel mit eigenen Farben definiert, so wie ich es dann in der Präsentation auch erklärt habe, mit einer eigene Klasse und dann diese Seite nimmt dann diese Farben für Header und Footer. Und ich habe noch ein Beispiel in Schwarz-Weiß zum Beispiel. Also da habe ich komplett den Header, nee, das wollte ich nicht. So, da habe ich den Container-Header, die Farben anders definiert und dann ist Schwarz-Weiß. Und das ist zum Beispiel den Block-Layout mit Image Alternate. Ja, dann fängt dann hier mit dem Bild auf der Seite und den nächsten ist da und so weiter. Und hier habe ich ein Beispiel von diesen untereinander sortierten Beiträgen. Das muss man ein bisschen spielen, damit es schön aussieht. Also so ein Mansory hat schon was, aber man muss dann wissen, wie man das anwendet. Also ich habe hier einfach durch die Größe von den Bildern ein bisschen gespielt, damit diesen Effekt entsteht, dass es nicht wirklich Spalten sind, weil das brauche ich dann nicht. Ich will dann diesen unregelmäßigen drin haben. Also das ist denn, was Mansory eigentlich ausmacht. Ich habe es wieder falsch geschrieben. Genau, und da muss man ein bisschen spielen, wie das dann wirkt. Und das ist das normale Block-Layout in Spalten zum Beispiel. Also die sind gleich groß, gleich breit. Genau, und dann habe ich aus Spaß in der Zeit, wo ich Cassiopeia mal schön verbessert habe oder verbessert haben, habe ich ein eigenes Template entwickelt. Der ist kostenlos zum Runterladen, wenn jemand mal Lust hat zu gucken, was man so alles machen kann, kann da hingehen. Heißt Nature. Da habe ich auch eine Demo-Seite. Das ist sehr einfach gehalten von der Struktur. Hat auch viel von Cassiopeia in sich. aber man kann vieles, also die Farben zum Beispiel, die sind alle als Parameter im Template definiert. Also man kann bisschen flexibler Sachen definieren. Ja, dann bin ich zu Ende und ich glaube in der Zeit, wenn ihr Fragen habt.